Wir haben bei der Bert Leonie und ich bin nicht der I. Wenn ich wisse, was morgen ist, da die Heide nicht, was ich da, da hätte ich gestern nicht, was ist, von dem ich weiß, dass mich heute bleibt. Da hätte ich morgen nicht so viel denkt, wenn sie übermorgen alles traf. Und wenn ich wüsste, dass es heute regnet, hätte ich gestern rausgemacht. Meine Damen und Herren, der Original Superbody Vibration Belt. Aus dem Hause Shaking Schorsch. Dein Profi für Figur und Wasch. Mit unserem bekannten Slogan, weil Abnehmer erst dann was bringt, wenn ordentlich die Schwarte schwingt. Mit dem Original Superbody Vibration Belt haben Sie immer zwei Hände frei. Sie können also jederzeit abnehmen und gleichzeitig einen Schweinsbraten essen. Zwei Dinge sollten Sie beachten. Keine heißen Getränke. Und Rasieren ist verboten. Wir sind Berufsdilettanten, weil Kabarettist kannst wenig lernen. Es gibt zwar mittlerweile was, eine Kabarettschule von der Lisa Fitz. Ansonsten zu unserer Zeit vor 11 Jahren war das noch ein reiner Quereinsteigerberuf und du kommst halt irgendwie dazu. Und ich komme eher von der Musik, also ich war Musiker vorher, zwar nicht beruflich war ich studierter Schneider. Herbert war schauspielerisch unterwegs, aber auch beruflich auch was anderes, das darf er selber erklären, weil das glaubt ihm keiner. Also ich habe Bäcker und Konditor gelernt. Ja, war nicht schlecht. Und das ist nicht das Lustige. Nein, und dann ist es eigentlich, ja, dann über Fensterbau und dann Waldarbeiter, das war recht lustig. Also, nein, das Lustige kommt erst noch. Und dann, ja, jetzt kommt's. Ich bin noch halbe, auch jetzt noch, also stundenweise, aber bloß noch Hausmeister im Finanzamt in Eckenfelden. Das Schöne ist, weil man, wenn man das jemand verzeiht und die sagen, macht sie so anders und ich sage, ich bin Hausmeister im Finanzamt, dann meinen sie, wie, das stimmt, das ist der Gaudi. Aber ich sage, das stimmt halt wirklich. Ja, irgendwann muss man mal schlafen. Also, und im Finanzamt, das sagt mir im Finanzamt nach, dass der viel geschlafen wird und da rast mich dann ein bisschen aus. Ich habe ja keinen Beruf nebenher, also ich schlafe daheim. Das ist der Unterschied. Er schläft in der Arbeit, ich schlafe daheim. Also bei uns ist es so, dass der Stefan komplett alles schreibt, komponiert, textet und ich darf dann lernen und miteinander proben und auftreten. Der Herbert ist eine hochtalentierte Kunstfigur, kann man so sagen. Also das ist, er hat eine wahnsinnige Bühnenpräsenz, macht Spaß mit ihm zum Arbeiten, auch mit, für ihn zum Texten. Man kann so schön sich neidigen und wir arbeiten jetzt auch schon so viele Jahre zusammen, dass eigentlich mittlerweile jeder von anderen weiß, wie der spricht, was der sagt, wie der was sagt und dann kann man es auch texten. Die ist nie austauscht worden, das Einzige, was austauscht worden ist an der Bank, sind mittlerweile so einzelne Leisten, weil wir sind älter und schwerer geworden. Und also wir haben schon eine haben wir durchgesessen, eine haben wir durchtreten, glaube ich. Aber ansonsten ist die Bank immer noch das gleiche Stück Möbel, das bei meinen Eltern im Garten gestanden ist früher. Die haben uns zum ersten Programm geschnappt, haben wir auf der Bank probt. Wir haben das Ganze auch genannt, es gibt ja Stand-Up-Comedy, ist ja die englische Version, also bei uns heißt es ja eigentlich auch Stand-Up-Comedy und wir haben gesagt, wir machen eine gemütliche bayerische Version draus und bei uns heißt es Sitz-Nieder-Kabarett. Zusätzlich wichtige Botschaft ist natürlich, dass wir groß ein neues Programm in Arbeit haben, das ab Januar 2014 Premiere feiern sollte und auch wird, weil es werden ja schon Karten verkauft, also es muss Premiere feiern. Und das Programm heißt dann Männer 5.0, also es ist auch Bezug nämlich natürlich durch das, dass wir Männer in die 50er sind und dass wir uns sehr viele Gedanken machen, was unser Männerdasein auf dieser Erde für einen Sinn hat. Es ist bestimmt für viele Männer interessant, aber wahrscheinlich für Frauen noch viel interessanter, weil wir haben uns selber beim Leben beobachtet und ich denke, es ist für Geschlechter beider Seiten interessant. Also wir haben eins erkannt, wir sind nicht gescheiter wie die anderen, nur weil wir auf der Bühne stehen, sondern wir versuchen einfach seit Jahren die Menschen die Möglichkeit zu geben, die zu uns kommen, sich selber auf der Bühne
beim Leben zuzuschauen und wir versuchen das so zu präsentieren, dass die Leute einen Spaß dabei haben.